Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Office-Block, Block Nummer 4 und 5. Wir haben noch 6 und 7, dann sind wir fertig. Heute werden wir im Prinzip alle Programme, welche wir angeschaut haben, in eine Arbeit trainieren. Ich habe mir erlaubt, bei unserem, in unserem Ordner Dateien, Teil 4 und 5 Workshop-Ordner zu erstellen, sowie Project Libre Exe-Datei, also zur Installation für Windows-Rechner, zu positionieren. Im Ordner Teil 4 und 5, schwupps, dann haben wir Prüfungsbeispiel, das ist eine Prüfung, Prüfungsaufgabe aus dem Jahr 2019. Und wir schauen heute das mal an, wir lösen sämtliche Aufgaben, wir besprechen sie, schauen, wo problematische Stellen sind. Und ja, und ich denke, dann ist der Tag langsam vorbei. Für diejenigen, welche das ein bisschen zu wenig finden, da gibt es noch Aufgaben zum Selbstständigarbeiten. Und zwar, es gibt Aufgabe Skandinavien Dokumentation, Klick. Und da in dieser Aufgabe geht es darum, aus diesem Skelett eine vollständige Dokumentation zu basteln oder zu erstellen. Mit allen Elementen, welche wir angesprochen haben. Also mit Deckblatt, mit Titel, mit Inhaltsverzeichnis, mit Verlauf der Reise als Smartart, mit Eckdaten zu den skandinavischen Ländern, also Diagramm mit Bruttoinlandprodukt, Einwohner und Fläche, dann Schweden mit Unterteilung in Festland und in Inseln, also Schweden wäre Überschrift 1, Festland und Insel Überschrift 2 und dann Malmö, Uppsala und Gotland, das wären Überschrift 3 jeweils. Dann Dito in Norwegen, Überschrift 1, Festland, Insel, Überschrift 2, Trondheim, Narvik und Bouvet, Inseln, Überschrift 3. Und dann Dänemark, Dito. Was noch verlangt wird von mir, dann Interessantes über diese Gegend, das sollte Überschrift 4 sein. Ich erlaube mir, das hier zu notieren. Ü1, zack, und das machen wir kursiv, damit es klar ist, dass dies nur Informationen sind. Das ist Überschrift 1, das wäre Überschrift 2, es geht um Hierarchie, da, das wäre natürlich mit Überschrift 2. Das bezieht sich auch auf Inseln. Und dann haben wir Überschrift 3. Das bezieht sich auf Ortschaften. Und jetzt die Titel innerhalb von Ortschaften, das wäre die nächste unterstehende Kategorie. Das wäre Überschrift 4, zum Beispiel hier. Also das wäre zusätzliche Aufgabe zum Selbstständigarbeiten. Schwupps. Und jetzt, ich gehe noch zurück, da zum selbstständigen Aufgaben. Dann gibt es noch Aufgaben Skandinavien. Und in diesem Excel-Dokument sollten wir anhand von diesen Zahlen so etwas erstellen. Von bis, Anzahl Tage, Arbeitszeit, Lohn, Spesen, Reserve, Gesamttotal, die Grundfunktionen, dann Gesamt in Dänemark, in Norwegen, in Schweden, also Summe. Summe wenn. Und dann sind Basiswerte, was kostet Übernachtung hier und was kostet
was sind Wochenarbeitszeiten, was sind Stundenlohnsätze. Ja, das machen wir heute. Und dann Hauptmenü von heute ist dieses Prüfungsbeispiel. Schwupps. Und jetzt das Beispiel eigentlich, was für uns wichtig ist. Das sind diese Aufgaben. 1 bis 8. Dann gibt es noch Auswertungsblatt. Dann wird gezeigt, worauf ich schaue oder geschaut habe. Damals, schwupps, und da gibt es einen Punkt, Project Libre, eben es ist Excel oder Project Libre. Diejenigen, welche Project Libre installiert haben, die haben natürlich sehr einfach, weil die Aufgabe mit diesem Programm sehr einfach ist. Also Gantt-Diagramm erfassen, verknüpfen, darstellen. Im Excel ist das ein bisschen komplizierter, machbarer, aber machbar. Einfach mit größerem Aufwand. Und sobald wir das gemacht haben, ausgewertet haben, haben wir Feierabend.